Ja, und mal wieder willkommen zurück bei Assassin's Creed 1, heute in Archon. Nachdem bei der letzten Aufnahme mal wieder, möchte ich fast sagen, das Spiel abgestürzt ist. Irgendwie beendet das bisher immer alle Aufnahmen von mir. Naja, zumindest die letzten beiden. Merkwürdig. Doch irgendwie ungewollt. Aber der Springbrunnen ist cool. Und der Löwenkopf ist auch episch. Naja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir müssen jetzt, glaube ich, erforscht und erkundet haben wir, glaube ich, alles. Dann, liebe Freunde, müssen wir jetzt das Attentat ausführen. Ja. Und ich würde sagen, gehen wir hier einfach mal rein. Rafik. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Natürlich sind wir Ich das. tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Ja. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Genau. Ja. Wilhelm von Montferrat heißt der Mann. Ich habe den Befehl ausgeführt und mich mit Wissen gewappnet. Ich weiß nun, wie ich ihn erreichen kann. Bart. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Zwar. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Merkwürdig. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Dann machen wir das doch mal. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. So. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, wir haben hier alles gemacht, gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir alles machen können hier. Warte mal. Wir wollen hier hin. 300 Meter. Die Game Show. Mit Schoko und Maastrichter Verträgen. Nein. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, die Show von Joko und Klaas. Ist sie gut? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Was gab es denn hier nochmal für Sachen zu beachten? Ja, Entschuldigung, ich lasse mich gleich fallen. Hier stand der Typ, dem wir zuhören mussten. Hau ab, Bauer. Ich bin kein Bauer und... Sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Mögt ihr, was ihr seht? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geh Geld? weg. Nein, ich habe kein Geld. Ich Sehe euch aus wie eine Straßenhure? Nein, ich glaube nicht. Ha. Tricky, habt ihr gesehen? Ich weiß nicht. Der da den Krug zerdeppert hat. Auch wenn ich normalerweise für sowas gut bin. Normalerweise! Ha. Könnte auch so ein arabischer Name sein, normalerweise. Fällt mir mal so auf gerade. Hast du was gegen Arabien? Ja, total, auf jeden Fall. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht! Was denn? So müssen wir uns merken, solange die einen Bogen in der Hand haben, können wir sie meucheln. Natürlich, ich muss wen umbringen, aber das darf ich euch nicht sagen. Oder stand er hier? Ich glaube, der stand hier hinter. Hier stand er. Nein, nicht hier, sondern. Nein, hier auch nicht. Gut, dann stand er nicht hier. Sondern hier. Ich fliehe doch nicht. Ich renne ins Gefecht. Das ist ein Unterschied. Nein! Was macht dieser Tor da? So. Nein. So. Ey! Wirft die mit Steinen nach uns? Hallo? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauch das Geld. Du brauchst das Geld? Komm her, Alte. Komm her, komm her.
Mets-toi à genoux et implore mon pardon. Bitte was? So, und hier ist die Festung. Erinnerung synchronisiert. Schick. Mach bitte Platz für den 3000 König. 1000 Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Das ist deine Ich tat, was Frage. Recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ja. Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Sehen wir uns wieder, Richard. Eure Hoheit. Denke ich mal, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Oh, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen. Der Rest von euch, folgt mir. Oh, nu? Komme ich da so rein? Probieren wir es aus. Denn der kluge Assassine weiß, mit FedEx geht's mir gut. Hey, ich möchte da oben ranspringen. Yeah. So, jetzt sind wir hier. Jetzt würde ich gerne von hier daran. So, genau. Fällt natürlich auch keinem auf, wenn hier oben einer hängt. Nee, nee. Ist ja normal. Eine Flagge. Die Frage ist nur, schaffen wir es daran? Bestimmt. Yeah. So, die da hinten möchte ich mir nämlich auch noch holen. Wer weiß, wann wir mal wieder hier oben hochkommen. Hier oben müsste ein Bogenschütze stehen, ja. Jetzt steht hier oben keiner mehr. Mensch, das war ja toll. Habt ihr gesehen, wie ich angeflogen kam, wie ein Adler? Wohin fliegt ein schwuler Adler? Zu seinem Horst. So will ich hier oben nur irgendwie runterkommen. So, genau, darunter. Und jetzt sind wir hier. Da hinten drin ist er. Wie? Habt ihr ihn verloren? Nicht noch einmal entfliehen. Wie kommen wir da hin? Da hinten ist ein Bogenschütze. Bevor ich euch wegjagen muss, wo stand er denn? Er wird bestimmt wiederkommen. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Wer war das denn, der uns da gesehen hatte? Ach, der da hinten. Ruhe, Ruhe. Ihr habt hier nur ihr endet dein Leben. Ja, aber seine Vorwürfe entbehren auf nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken.
Ich fürchte, wir sind faul und träge geworden. Nein! Wir sind euch ergeben! Warum sagt ihr das? Noch eine Flagge. Ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt. Und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Da scheint aber jemand gar nicht glücklich zu sein. Ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich war nachsichtig. Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mal oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und ist er bald solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennen. Oder soll ich mal probieren mit dem Wurfmesser? Vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Schließt die Tore! Schließt die Tore! Was? Er muss bald führen. Reicht das nicht? Gib mal Wort auf die Bahn! Wer hat das? Attrapille! Na, komm schon. Aber die Frage ist nur, wie hätte ich da auch hinkommen können? Will er etwa gegen uns kämpfen? Und tschüss. Zack in den Bauch. Und zack nochmal rauf. Und zack. Du fliegst auch mal weg. Na, na. Und tschüss. So. Ach, das war der schon. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akkon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Oh. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Ist relativ klug, aber... Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Haben wir vielleicht das Falsche gemacht? Lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Wer sind wir schon, der uns... Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Sind unsere Taten wirklich grausam? Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Raikwea eskat den Pazi. Der hingegen war mir sogar wieder ein bisschen sympathisch. Ihr könnt mir nicht entkommen! Wer ist hierfür verantwortlich? Hopp. Und hopp, und hopp. Und hopp. Na komm. Ein Attacke! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Oh, gewagt. Nein! Oh! Oh, das war gewagt von mir. Das hätte auch dick schief gehen können. Ich hatte ja befürchtet, die würden uns da runterschießen. Aber dann haben wir da nochmal Glück gehabt. Kann ich mich nicht hier irgendwo verstecken? In der Menge unterzutauchen ist immer richtig. Ja, also.
sich unser. Was? Ein Mörder? Nein, kann gar nicht sein. Nur die Frage ist, wie komme ich hier dann weg? Ich könnte natürlich wieder loslaufen, aber das könnte dann ewig dauern. Ein Assassine! Haltet ihn! Schade. Nein. Darf ich mal? Hey! Verdammt, ist er schnell! Okay, dann heißt es wieder laufen, Freunde! Wow, 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 wow! Action Cam! Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Was? Will ich gar nicht. So, Action Cam ist aus. Und wir flüchten jetzt hier durch die Menge. Und hier rechts an der Kirche vorbei. Und hier, Mönchsgruppe können wir leider nicht nutzen. Aber Heuwagen können wir auch nicht nutzen. Aber hier können wir auch nicht durch. Aber hier können wir durch. Verdammt, warum ist denn hier auf einmal so eine Sackgasse? Gibt's ja nicht. Ja, das genau das wollte ich auch gerade sagen. So, hier vorbei und an denen durch. An Ulgor vorbei. Oh, nicht beten. Lauf. Und rennen. Aua, verdammt. Da haben die zugehauen. Au. Lass mich in Ruhe. Ich möchte doch nur den Leuten einen guten Support bieten. Hier rein. Und jetzt hier nach rechts. Und hier durch. Und hier vorbei. Da vorne ist das Assassinen-Versteck, aber da können wir gerade noch nichts mit anfangen. Aber hier können wir was mit anfangen. Jawohl! Was stimmt nicht mit ihm? Das war schon ein paar, die uns da gefolgt sind. In einen anderen Stadtbezirk geflohen. Was? Nein, kann gar nicht sein. Jetzt müssen die Wachen nur noch verschwinden und dann bin ich da. Also sobald der weg ist und der da hinten. Da kommt auch erstmal keiner. Ausgezeichnet. Na komm, verschwinde. So, los geht's. Und hier hoch und weg. So. Ich würde mal sagen, Attentat erfolgreich. Corporal holt sich das Attentat. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Aber wären die Templer dann nicht zerstritten Seltsam. Gewesen? Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Al-Mualem. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Ja, dann gehen wir. Tschüssi. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Dann haben wir auch mal wieder 3 DNA-Stränge beendet. Und zwar vollständig. Ich bin stolz auf uns. Schnellreise. Nee. Hoch, fliegen wir etwa wieder aus dem Animus raus. Hallo? Schon fertig? Aufstehen. Was immer Sie sagen, Doc. Telefon. Ich beende die Sitzung. Ah. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Vielleicht? Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Wieso das denn? Weil ihr mich gefangen genommen habt? Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, was? Ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden sie eine Art Rettungsversuch starten. Ich will Schätze, aber gar nicht sie sind wichtiger, werden. Als sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das?
Der Kampf, den ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Okay. Und sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für sie. Wir nein. Abstergo ist ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Dann erklär mich. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Ja. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist... böse. Ist böse. Böse! Was versuchen Sie denn zu tun? Telefon. Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Okay. Bin unterwegs. Ärger vom Chef. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Ja, mache ich gleich. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Laptop? Laptop? Ja. Jetzt würdest du nicht gehen. Laptop? Nein. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Okay, verstehe. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ich gehe schon. Ich gehe. Tschüss. Merkwürdige Leute. So, aber wir wissen ja, wie der Code ist zu dieser Zellentür. Und gehen jetzt einfach mal. Und die Lucy ist... huch. Weg, ja. So, dann schauen wir uns jetzt aber mal hier um. Beliebige Taste drücken, um zu interagieren. Passwort eingeben. Zugriff mit Kälte. Zugriff gewährt. Willkommen, Lucy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5. 5 neue Nachrichten. Welcher ist denn zuerst hier? Der hier. Ja, genau, das hatten wir ja schon gelesen. Huch. Na komm. Na los. Das hier. Von der Verwaltung. Vertrauliche Informationen. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Aperture Lab Abstergo Industries müssen... dürfen nicht über Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass all diese verdaulichen Informationen vor allem Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil aufstanden. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schäden hinzufügt. Danke für Ihre Loyalität. Sie sagten eben etwas von Enten wie Layla. Was meinten Sie damit? Nichts. Zurück an die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. Warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Das schreibt er, glaube ich, auch öfter. Miss Dillman, es tut mir leid, aber ich habe kein Recht, über diese Angestellten oder die Umstände ihres Verlassens zur Firma zu sprechen. Betreff Layla Marino. Liebe Nancy, ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten... Layla Marino, ich weiß nicht, ob sie in... Ja, was? Ich weiß nicht, ob sie in der fraglichen Zeit bereits bei uns gearbeitet haben. September 2007. Es gab anscheinend irgendeinen Unfall, aber ich kann keine weiteren Informationen zu diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass ihre Akte versiegelt wurde. Wenn es sich um einen Selbstmord handelt, warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Es tut mir leid, aber ich habe kein Recht über diese Angestellten. Merkwürdig. Was sind wir hier auf der Spur? Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Newman. Also Neumann.
Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Okay. Oh, das heißt, Lucys Freundin wurde getötet. Mr. Ricken, ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint. Welches Jahr haben wir überhaupt? Mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Falls Sie befürchteten, dass ich vertrauliche Informationen weitergeben würde, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass ich meine bisherige Zeit in der Firma für sich sprechen sollte. Hä? Hallo? Das wollte ich gar nicht. Oh, falsche Taste gedrückt. Hups. Ist hier noch irgendwas hackbar? Ja. Cooler Stuhl übrigens. Passwort eingeben, wahrscheinlich das falsche Passwort. Ja, Zugriff verweigert. Es geht also um irgendeinen Unfall, der mit der Vorgängerin und Freundin von Lucy und einem Typen namens Neumann zusammenhängt. Interessant. Knacken wir erstmal eine Runde. Oh ja. Wieder Blutzeichen an der Wand. Ja, nächste Morgen. Nanu? Kommt der Creepy Man mich gar nicht wecken? Ach, der steht da hinten. Guten Morgen, Mr. Freeman. Ich hab Sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Wie unfreundlich. Dann mache ich das einfach mal. Auch wenn der sehr unfreundlich zu mir war. Das möchte ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. So, was kommt? Nun starten Sie schon die Erinnerung. Was hat denn der für ein Problem? Ich sitze hier gerade mal eine Sekunde drin. So, jetzt kommen noch 2 Städte, dann noch eine Stadt und dann sind wir schon fast, dann sind wir schon am Ziel unserer Reise. Empfange Information. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Ja, das mache ich öfter. Tretet ein, Altair. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Doch. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Was hast du denn da? Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Mascht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Okay. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Macht. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Diese Schweine. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbrannt. Was? Hat Dauben in Schlangen verbrannt. Was? Das rote Meer geteilt. Was? Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Was? Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen, die Regenten der Städte, sie sollten ihr Volk versammeln, sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger, perfekte Soldaten, eine perfekte Welt.